Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie geht's? Seid ihr gesund? Seid ihr glücklich? Wandelt ihr mit Jesus? Diese Sendung heißt auch Wandeln mit Jesus. Dann müssten wir mit ihm wandeln. Das heißt, mit jedem Tag mit Jesus leben. Jesus wird dich überall begleiten. Falls du studierst, wird Jesus dich zu deinem Studienort begleiten. Berufstätige zur Arbeitsstelle. Führst du ein Geschäft, ist er bestimmt dabei. Im Dienste Gottes ist er dabei. Jesus ist immer und überall bei uns und leitet und führt uns. Lasst uns dafür einsetzen, mit ihm zu wandeln und mit ihm zu leben. Dann redet er jeden Tag mit uns, tröstet uns und gibt uns Ratschläge und behandelt uns wunderbar. Auch heute gibt er ein Wort in Jesaja. Kapitel 42, Vers 16, sagt der Herr: Und dann nehme ich mein blindes Volk, das dunkel vor ihm liegt, mache ich hell und räume alle Hindernisse beiseite. Der Herr verspricht, das Dunkel zu hell und alle Hindernisse beiseite zu räumen. Ist ein Teil deines Lebens im Dunkeln? Mit dem Licht entsteht eine Freude. Einige Teile sind im Dunkeln. Bei euch zu Hause, wenn du das Licht anmachst, fühlst du dich sicher und bewegst dich frei ohne Probleme. Wenn einige Zimmer dunkel sind, wirst du Angst haben, dort zu gehen. Kleine Kinder haben Angst. Auch einige Erwachsene haben Angst vor dem Dunkeln. Wenn das Licht aber an ist, haben sie keine Angst mehr. Auch in eurem Leben gibt es einen Teil des Lebens, wo es dunkel ist. Dies könnte was ganz Persönliches sein oder etwas in der Familie. Es könnte eure Arbeit betreffen oder ein Problem mit den Kindern. Dies könnte leider auch im Dienste Gottes sein. Eigentlich ist alles in Ordnung, aber ein Teil deines Lebens ist dunkel. Nur der Satan bringt dieses Dunkel hinzu. Um uns einzuschüchtern oder zu entmuntern, bringt der Satan dieses Dunkel. Er ist der Besitzer der Dunkelheit. Aber der Herr ist derjenige, der uns Licht gibt und die Dunkelheit ersetzt. Der Herr sagt: Ich werde die Dunkelheit erhellen. Welcher Bereich deines Lebens auch immer heute dunkel oder verdorben ist, der Herr verspricht, in diesem Teil Licht zu bringen und die Sorge zu entnehmen. Zweitens sagt der Herr, er wird die Hindernisse beiseite räumen. Ihr habt bestimmt Hindernisse in eurer Familie. Es gibt keinen Familiengebet oder Anbetung. Ihr geht nicht regelmäßig in der Kirche. Ihr glaubt nicht an Gott. Eure Meinungen sind unterschiedlich voneinander. Erlebt ihr dies in eurer Familie? Sie weigern sich zu beten oder die Kirche zu besuchen. Sie fragen uns, welchen Nutzen haben wir, wenn wir an Gott glauben? Es gibt einige Hindernisse bestimmt in eurer Familie. Auch im Dienste Gottes kommen die auch manchmal vor. Im Geschäftsleben läuft es nicht, wie ihr es vorgeplant habt. Eure Mitmenschen verursachen euch Hindernisse, um euch zu schaden. Der Herr sagt, ich will alle Hindernisse beiseite räumen. Mit ihm ist es möglich, die Hindernisse zu entfernen. Der Satan bringt in unserem Leben Hindernisse. Aber der Herr ist bei uns zur Seite und räumt die Hindernisse zur Seite. Er verspricht dir heute, die Dunkelheit zu erhellen. Der Herr verspricht dir, die Hindernisse in deinem Leben zu entfernen. So hab keine Angst. Aber was sollt ihr tun? Ihr sollt den Herrn bitten und ihm sagen, in welchem Teil eures Lebens die Dunkelheit sich befindet. Ich habe diese Probleme in meiner Familie, die du berichtigen musst. Wenn du ihn bittest, wird der Herr es tun. Seid ihr nun bereit, den Herrn zu bitten? Herr, erhelle diesen dunklen Teil meines Lebens jetzt. Entferne alle Hindernisse in meinem Leben. Du hast es mir versprochen. Ich möchte eine Veränderung heute in meinem Leben. Ich glaube daran, dass in meiner Familie alle Hindernisse beseitigt werden. Alle Dunkelheit wird sich nun erhellen. In Jesu Namen. Amen. Amen.